Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir müssen noch schauen, wie wir diese Krankheit, die wir angeblich haben, obwohl hier steht, dass wir gesund sind, wieder loswerden. Und daher würde ich sagen, wir suchen uns mal einen Tempel. Tempel of Kynaret, die können uns bestimmt helfen. Im Norden. Aber dafür müssen wir erstmal Geld wieder rausholen aus dem Konto. Ich finde das aber auch krass, dass wir jetzt gerade irgendwie ein bisschen schneller am Laufen sind. Wo waren die Banken nochmal? Hier. Obwohl ich gerade eigentlich in der letzten Folge Geld eingelegt habe, hier reingetan hatte, würde ich sagen, holen wir hier noch einfach mal 1000 raus. Dass wir 1000 jetzt wieder auf dem Konto, im Portemonnaie haben. Und dann gehen wir uns mal heilen. Ich glaube, die Spinne oder der Vampir hat uns irgendeine Krankheit angetan. Und ich habe mir hier gerade auch noch mal so in der kurzen Pause zwischen den beiden Folgen, also der letzten und dieser jetzt, noch mal angeguckt gehabt, welche Waffe gegen welche Gegner hier funktioniert. Und tatsächlich ab Mithril kann man schon gegen jeden Gegner ankommen. Ist das hier schon? Tempel? Nein, Tempel of Kynaret ist da hinten. Und ab dem Material Mithril könnten wir eigentlich schon gegen jeden Gegner klarkommen. Und ich bin am Überlegen, wirklich zwischen der Ebenerzwaffen, also Ebenerzrüstung und der Daedrischen Rüstung, irgendwie da, ja, wie soll ich sagen, also zu entscheiden, auszusuchen. Cure Disease. You have no diseases. Training. Buy Spells. Make Spells. Get Quest. Okay. Kann ich hier bei den wunderschönen Damen Daedra Summoning? My services are reserved for members only. Okay. Welche Krankheit habe ich jetzt? Wo finde ich einen Onkel Doktor hier? Ich habe doch irgendwas. Wie hieß es? Oder nicht? Ich habe mir doch irgendwas infiziert. Also, ich bin mit irgendwas infiziert, meine ich. Das irgendwie nicht angezeigt wurde und dass ich die Reise nach Daggerfall ja nicht überleben könnte. Hieß es ja. Vielleicht kann ich das in meiner eigenen Gilde hier irgendwie heilen lassen. Ich weiß es nicht. Was ich aber auch am Überlegen bin, ist auch der Magiergilde vielleicht beizutreten. Da könnten wir auch noch vielleicht ein paar coole Quests kriegen. Aber wir quatschen mal mit dem. Get Quest. Ja, das kennen wir. Komm, wir machen mal Retribution. We have a traitor in the Knights of the Dragon. A villainous Nightblade who has turned against her brethren. Our honor is at stake, Squire. Join your righteous fury. Very good. The traitor is a Nightblade named Victolda Hearthcroft, who has taken refuge in Vedictor's Gaol to the north. If you have not returned in 7 days, your honor will be forfeit and another will take your place. Do not fail us in this, Max. Okay. Dann gehen wir mal Richtung Norden. Nein. Erstmal schauen, wie heißt der Ort nochmal? Vedictor's Gaol. Okay, Vedictor's Gaol. Hallo, ich klicke hier drauf. Vedictor's Gaul. Ist da, okay. So wird's geschrieben. Ja. Würde nichts kosten. Okay.
Wir machen trotzdem hier mal ein Save Game auf die 4. Dann wahrscheinlich das da hinten. Das müsste das sein. So, jetzt let's. Und dann sind wir schon mal drinnen. Komm, wir gehen als erstes hier rein. Beziehungsweise machen hier drinnen auch ein Safe Game auf die 2 dann. Kann das sein? Aua. Okay, den haben wir. Was ist das? Ein magischer Buckler. Wir nehmen trotzdem alles mit. Okay, hier geht es sehr weit weiter. Hier ist nur ein leerer Raum. Und hier auch nochmal ein leerer Raum. Dann schauen wir mal hier. Ah, hier haben wir. You have slain Victoria Halfcroft the Nightblade. Aber da stand doch gerade irgendwas anderes. Warte mal. You are healthy, okay. Hier machen wir aber auch jetzt wieder ein Save Game. Diesmal auf die 3 wieder. Aber das war schon. Das ging jetzt so schnell. Wow. Okay, ein Bard ist gestorben. Jo, 150 können wir jetzt mitschleppen. Wie haben wir das denn hingekriegt? Oh, ein armes Schweinchen. Können wir das da looten? Nö. Die können wir auch nicht looten. Komm, wir gucken erstmal hier drinnen. Ist nichts. Und dann hier nochmal. Okay. Wie kommt es, dass wir auf einmal so schnell sind? Ich habe jetzt nichts umgestellt gehabt oder so. Nochmal Loot. Einfach so. Jo, wie tief geht's denn noch hier? Wir gehen erstmal hier hin. Ja. Alter, wie stark sind wir? Moment. Ist hier irgendwas passiert? Strength 100? Agility 100? Was ist passiert? Ich habe hier nichts gemacht. Liegt das tatsächlich an diesen... Liegt das hier dran? Woran? Wo ist denn das eine Ding? Was ist passiert, dass ich auf einmal so viel habe? So hohe Geschwindigkeit und Stärke und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich raff es gerade nicht. Haben wir von hier, oder? Ah, komm, ich will sehen. Da müssen wir noch hin. Okay. Hier waren wir noch gar nicht. Ich raff es jetzt gerade wirklich nicht, warum wir auf einmal so stark sind und so schnell. Dabei habe ich keinen neuen Mods oder sowas aktiviert. So, jetzt wollen wir aber nochmal zurück, weil oben gab es ja auch noch was. Da gab es ja auch noch irgendwo einen Weg. Irgendwo. Ich glaube, da hinten.
So, wo waren wir noch gar nicht? Ich glaube, da. Waren wir da? Hier waren wir schon. Aber hier hinten waren wir noch gar nicht. Da. Okay, den haben wir auch locker einfach weggesteckt. Aber ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Ist das ein Bug? Wir nehmen erstmal alles mit. Aber egal, dann behalte ich das so auf jeden Fall. So, wo sind wir jetzt? Okay, wieder am Ausgang quasi. Hier ist der Ausgang. Hier waren wir doch gar nicht. Obwohl, wir können jetzt eben einmal kurz alles einlagern. So. Nein. Hier. Wagon. Remove. Packen wir mal alles da drauf. Oder liegt es irgendwie hier ran oder so? Vielleicht liegt es daran, wirklich. Info. Plus one armor to rating condition new. Weight. Ja, okay. Item powers, powers unknown. Ich glaube, daran liegt das. So, dann den wollen wir. Achso. Hä? Remove. Packen wir das noch da rein. Und hier, das können wir auch noch alles da reinpacken. Ich glaube wirklich, es liegt an diesem einen Buckler. Dann würde ich den behalten. So, dann waren wir hier noch gar nicht. So. Ich behalte den. Wenn der mir so viel Kraft gibt, ich behalte den. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ah, okay, hier fallen wir lieber nicht runter. Okay, hier sind nochmal zwei. Oh! Spider, nice. Haben wir auch noch erledigt. Lass mich raten, was hier drin ist. Auch noch eine Spinne. Nö, aber. Oh! Ein Schatz. Okay. Aber das war's dann hier. Hier auch. Ja, dann gehen wir mal weiter. Was uns da noch fehlt. Ja, aber das habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass dieser eine Schild, den werden wir behalten. Den werden wir ganz klar behalten. So, wir gehen erstmal hier rein. Dass dieser eine Schild uns so stark und so schnell macht. Der hat sich aber auch gelohnt, der Weg hier. Toll. So, dann schauen wir mal, was hier gibt's. Oh, hier geht's wieder runter. So. Hier gibt's wieder Schätze. Und die können wir ja alle verkaufen. Okay, wir haben jetzt irgendwas auf jeden Fall geschafft, dass wir ordentlich Geld verdienen können. So, wir sind da. Ah, und dann kommen wir hier an, wo wir schon waren.
Aber hier waren wir noch gar nicht. Und hier geht es ja auch noch weiter. Okay, den mit einem Schlag. Nice. Hier bringt es mir jetzt auch nichts zu sein. Wir hatten irgendwo noch einen Weg gehabt, den wir noch nicht gemacht hatten. Wo ist denn der? Ich muss mich einmal hier nochmal orientieren. Ich glaube, hier war das, oder? Dann müssen wir schauen, wie wir da hinten nochmal kommen. Orientierung aber auch echt schwierig. Ja, hier hoch und dann da ein bisschen weiter entlang. Schauen wir mal hier. Ne, hier waren wir schon. Nochmal schauen. Hier geht es auch nicht weiter. Wenn wir die Treppe hier hochgehen, wo kommen wir da an? Hier, okay. Auf der Etage gibt es noch irgendwas? Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh. Also, den Raum hatten wir schon. Jo. So, Spinne. Aber hier war noch ein Raum, oder? Nee. Nur ein Gang. Ah, okay, wir haben wieder was gefunden, was noch nicht erkundet wurde. So. Ich hoffe, dieser Zauber wird nicht verbraucht, den wir hier haben. Geht das auch irgendwann mal auf? Wie mache ich jetzt Zauber, um das zu öffnen? Wenn der magisch ist, kann ich so? Ich kann nicht mal mit der Tür reden, okay. Schade eigentlich. Ich hätte jetzt gerne gewusst, was da drin ist. Aber dann suchen wir mal den Ausgang. Das ging jetzt aber auch so schnell. Diesen Schild behalten wir. Oder wir sehen zu, dass wir den irgendwie entzaubern können und die Kräfte dann auf andere Ausrüstungen übertragen können, sage ich jetzt mal. Wo geht's hier jetzt eigentlich raus? Den Ausgang nicht mehr. Vor allem, wir haben jetzt auch jeden vollständig gelootet. Hier. No. So. Und dann wieder zurück nach Daggerfall. Hä? Daggerfall? Ja. Alter, 2064 haben wir jetzt. Wir haben 1164 Gewinn gemacht. Daggerfall. Okay. So, wo sind wir? Das heißt, da lang. Dann geben wir eben kurz die Quest ab. Guck mal, wie schnell wir auf einmal sind. Ich habe mich schon gewundert, aber woran liegt das jetzt? Liegt das wirklich jetzt an diesem einen Item, das wir eingesammelt haben? Von 11 bis 23 Uhr, wie spät haben wir es? Okay, dann können wir erst einmal verkaufen gehen. So, Vintage Smith haben wir hier.
Und machen wieder Grab. Grab Mode. So. Ja, Sell. Was verkaufen wir? Das. Und aus dem Wagen. Können wir ihm auch alles einmal verkaufen. Dwarven Dagger? Nee. Moment mal, bevor wir irgendwas hier verkaufen, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas haben, das vielleicht mit Thriel sein kann. Nope. Haben wir hier noch irgendwas? Den werden wir behalten. Definitiv. Komm, dann können wir den auch verkaufen. Wir brauchen den jetzt nicht. So, 1320 machen wir. Und gucken wir mal, was der hier so hat. Nein, wo? Elvenstaff, Ness. Dwemer ist besser. So, was hat der hier? Nichts. Nichts, was wir haben wollen. Dann schauen wir mal. Nächster Laden. Ah, ist ja direkt hier. Die ganzen Läden. Komm, wir fangen hier an. Dem können wir auch bestimmt noch irgendwas verkaufen. So, sell. Nein, aber der hat bestimmt hier auch noch irgendwas Gutes. So. Silber. Nee, Dwemer ist besser. Was hat er hier? Elvendegger. Was hat er hier? Elben Longsword, ja, bin ich mir nicht so sicher. Hier war. Ah, da. Nee. Bisher sieht das alles nicht danach aus, was wir haben wollen. So, hier können wir auch noch bestimmt was verkaufen. So, Sell. Hier den. Und ja. Falsche Tür. So. Wir haben ja auch ein paar Bücher mitgenommen. Da können wir dem auch noch irgendwas verkaufen. Etiquette with Rulers. Ja, komm. 344 Gold für ein Buch. Sauber auf jeden Fall. Das war eine ordentliche Summe. So, schauen wir mal, was haben wir noch? Im Inventar. Den hier auf jeden Fall. Hier das. Und im Wagen haben wir hier noch jede Menge. Also erstmal alles aus dem Wagen lieber in den bei uns auf Tasche. Und dann gucken wir mal, ob wir hier ihm irgendwas auch noch verkaufen können. So, die Boots können wir ihm verkaufen. Ein Gold. Ist mir egal. Ein Gold haben oder nicht haben. Jetzt brauchen wir einen Juwelier. Wo war denn der Juwelier? The Odd Bijou Tree. War das ein Juwelier? Ich hoffe, dass das ein Juwelier war.
Ja, das ist ein Juwelier, nice. So. Ich glaube, er ist der Händler. Okay, an wen verkaufen wir das? An wen verkaufen wir jetzt die Dinger? Gehen wir da nochmal hin. Vielleicht an so einen, diesen anderen Händler hier, wo, wie heißt denn der hier? An dem vielleicht? Auch nicht. Es gab ja noch so einen anderen Händler. Oder vielleicht können wir auch bei dem hier mal schauen, was wir dem verkaufen können. Im Wagen haben wir ja nichts mehr. Da gab es ja noch einen Händler mit diesen drei goldenen Punkten. Wir gehen mal die drei Läden da mal absuchen, schauen, was das für Läden sind. Bestimmt wusste ich das mal und hab's nur wieder vergessen. So, wo lang? Ja, da vorne müssten die schon sein. Ich würde sagen, wir machen das einmal so. Nein, ich wollte jetzt nicht. Egal, gehen wir mal rein. Mal schauen, was der so hat. Leder brauchen wir nicht. Hiervon auch nichts. Dem können wir davon nichts, oder? Können wir den verkaufen? Ich muss mit dem ja so machen. Davon können wir ihm ja nichts verkaufen, okay. So, dann haben wir da vorne noch einen Laden. Bisschen weiter westlich, nordwestlich. Der da. Vielleicht können wir da was verkaufen. Ist das ein Puff? This better be good, I'm busy. Ja, yeah, das sehe ich. Ich glaube, das ist ein Puff. Ist das nicht kein Laden? Das ist die falsche Hütte, das ist die Hütte. Das da. Den haben wir gesucht. Ich habe jetzt wirklich gedacht gehabt, wir sind im Puff angekommen. Weil wir haben noch ein bisschen was, was wir loswerden wollen. Hier, Potion Recipe, Potion of Levitation, obwohl den können wir noch gebrauchen. Resist Shock, Healing und Resist Frost. Ach komm, die behalten wir. Jetzt erstmal nach Norden. Wo ist Norden da? Wieder so eine hübsche Statue. Die haben wir doch gerade da drinnen gesehen gehabt. Das war die doch. Egal, wir gehen wieder ins Dingens hier. Wie spät haben wir es? 11.14 Uhr. Passt doch perfekt von der Zeit. Da können wir ja gleich direkt noch eine Quest machen. So, wo haben wir die jetzt nochmal? Unseren Arbeitgeber. Da hinten. Hier war auch noch so ein Laden, okay. Da ist unser Arbeitgeber. Ne, aber hier rauf, das da 100, das da 100, das da 100, das da 96 zumindest. Ich komme nicht drauf klar, dass wir das so hoch haben gerade. Da, wie habe ich das gemacht?
Stealth habe ich 60%? Wie habe ich denn das hingekriegt? Daedril 6%, okay. So. Dann hier. Well done, you have reason to be proud. Dankeschön. Habe ich jetzt irgendwas Neues? Get Quest? Komm, wir machen das jetzt. Ja. Machen wir. Und ich wollte mal mit ihm so. Should you not be in Ruins of Coppersmith Grange? No? Ja, okay. Da suchen wir. Ruins. Also erstmal Feind. Ruins of Copperfield Great Grange. Entschuldigung. Coppersmith. Ja. Dann reisen wir mal dahin. Und machen hier auch nochmal ein Safe Game auf die 4 wieder. Aber solange wir so stark sind, bin ich der Auffassung, müssen wir das mal ausnutzen. Ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Ja, sieht so aus, als müssten wir von hier rein. Ich will das hier auch mal ansehen. Okay, gehen wir da rein. Wir bleiben erstmal hier auf der Ebene. Ja, ich lasse die beiden erstmal kämpfen. Ich kämpfe gegen den Gewinner von euch. Ektoplasma. Oh. Keine Ahnung, was ich jetzt noch mit eingesammelt habe. So, Short Shirt. Woods Avenue Path the Truth. Potion Recipe. Nice. Kommt. Ihr schafft das wohl, ne? So. Hä? Ich hab mich schon gewundert, was war denn das jetzt gerade für ein Menü? Okay, ich höre noch, welche Leute hier kämpfen. So, dann können wir hier jetzt einmal Inventar leer. Remove. So. Das lassen wir auf Tasche. Und dann packen wir mal alles in den Wagen. Genauso wie das. Und Burglar ist gestorben, okay. Wo ist er denn gestorben? So, den haben wir. Und erledigt. Ich finde unsere neue Stärke super. Vor allem auch, dass wir wirklich alles mitnehmen können gerade. Ah, okay, von hier sind wir ja gerade gekommen. Oder sind wir von hier gekommen? Hier hat es nichts gebracht, hinzugehen. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, ne? Ja, von hier sind wir gekommen, genau. Komm, wir gehen einmal runter. Ich habe die Ratte nicht gesehen. So, dann gehen wir zuerst hier. Boah.
Okay, gleich zwei Spinnen. Ein Fick. Was ist ein Fick? Okay, die Betten können wir nicht nutzen. Will ich auch nicht. Lieber nicht. Oh, geht auf beiden Seiten runter. So, dann. You are silenced. Was soll das heißen jetzt? Silenced? Okay, das ist nur irgend so ein Zauber. Jetzt aber auch kein Fluch oder so. Hey. Dein Inventar gehört mir. So. Ah. You have slain the Orc Warlord. Okay. Okay, hier geblieben, ja? Ich komme gleich wieder. Ich muss eben alles wieder in den Karren packen. Wenn ich den Weg wieder zurückfinde. Ich glaube, hier war das. Ja, okay. Dann hier. So. Dann geht's hier nach oben. Und dann müsste ich hier jetzt gleich. Oh. Noch eine Tür. Ah, hier. Dann alles in den Wagen. Alter, wie viel habe ich hier jetzt auf Tasche gehabt? Das fand ich jetzt krass. Aber okay, wir gehen jetzt mal hier wieder runter. So. Wir müssen ja noch looten. Wir gehen den Weg, ja? Boah, ich feiere das gerade richtig. Den hatten wir schon. Wo war denn das? Ich glaube hier. Ja. Den haben wir schon komplett. So. Und seine Sachen auch noch. Was ist denn das für ein Helm? Plus 6. Der gibt aber immer noch plus 9. Und hier haben wir noch eine Tür. Ah, okay. Hier sind wir jetzt. Okay. Eine neue Abkürzung gefunden. So. Okay, hier ist kein Gegner, den ich jetzt. Ich hatte jetzt einen Gegner erwartet, auf jeden Fall. Wo fehlt uns noch was? Hier nach oben und dann wieder links. Okay. Dann würde ich sagen, hier müssen wir noch hin. Oh, hoppla. So. Ja, hier waren wir schon. Da waren wir auch schon. Hatten wir den gelootet? Den hatten wir gelootet. So, was fehlt denn noch? Genau, hier weiter und dann hier rein. Oh, noch mehr Gänge und Türen. Thank you.
Aua. Komm lieber wieder hoch, ja? Rappel Mode? Was ist der Rappel Mode? Komm! Komm schon, kleines Spinne. Okay, es geht noch weiter. Was finden wir hier jetzt? Ich würde sagen, vielleicht nochmal ein Safe Game machen auf die 2. Sicherheitshalber. Ich habe jetzt irgendwas anderes erwartet. Aber okay. Ich glaube, wir haben den Dungeon jetzt auch noch erledigt. Vor allem, es wäre jetzt auch zu verwirrend, wenn ich jetzt noch mehr suchen würde. Hier geht es nicht weiter. Hier. So. Hier ging es nicht raus. Hier ging es raus. Ne? Ja. Und dann hier nochmal. Aber hier sind noch Gegner irgendwo. Man hört die. So, und hier hoch. Beziehungsweise waren wir hier schon eigentlich? Ja. Dann lass mal lieber wieder raus. So. Und Schnellreise zurück nach... Nein. Dagger. Voll. So. 6.166 haben wir auf Tasche. Das müssen wir alles auch noch wieder verkaufen. So, aber erstmal geben wir die Quest ab. So, nicht mehr weit dahin. Ich hoffe, diese Stats behalten wir. Weil die sind Bombe. Die sind mega. Elf bis 23 Uhr und wir haben es keine 23 Uhr, richtig? Na, keine 11 Uhr. Okay, das heißt dann wieder verkaufen. Zeit schinden mit verkaufen. So, dann haben wir hier unseren Händler wieder. Guten Tag, ich habe hier was für dich. So, das alles wollte ich... Oder warte. Schauen wir uns erstmal an, was wir überhaupt haben, was vielleicht besser sein könnte. Mit dem Zeug auf dem, im Wagen. Ich will das mal auf... Hoppla. Vielleicht erstmal alles so machen. Okay. Der hat plus 3, der hier plus 4. Egal, komm, wir verkaufen einfach alles bei ihm. So, aus dem Wagen. Alter, ist das viel! Wir haben einfach mal mehr jetzt quasi vom Wert her verkaufen an ihm, was wir hier auf Tasche haben. Ja, komm. 1658, okay. Ja, dann ist es halt so. Geizhals. So. Süden, genau. Da müssten noch mehr Läden sein. Hm,
Bei dem können wir das nicht verkaufen. Hier können wir einiges verkaufen. Nur nicht hier. Hier auch nicht. Ach, hier. Hier war das, ja. So. Achso, im Wagen. Hm? So, Root Tendrils, Northern, Ectoplasma, Small Scorpion Stinger, Yellow Flower Southern und Big. 33 Gold, immerhin. So, und der nächste Laden, Bücherladen. Wir haben ja bestimmt wieder ein paar Bücher. Hier, Fools Avenue Part 2. 135. Bücher sind schon sehr viel wert hier. Finde ich echt krass. So, so einem haben wir schon was verkauft. Dann gehen wir noch hier rein. So, was haben wir für ihn? Okay, mehr nicht. 2 Gold immerhin. Und wieder raus. Und was haben wir noch? Aus dem Wagen. Ja, okay, die Dinger. Dann können wir auf einmal nochmal zur Bank gehen. Im Süden. Wo ist denn die? Direkt gerade aus Süden. Okay. Da kommen wir da irgendwann an. Dann müssen. Da können wir jetzt endlich mal das ganze Geld da einzahlen. Na, aber Leute, bitte sagt mir mal das. Liegt das wirklich an diesem einen Schild, das ich jetzt im Inventar habe? Dass ich auf einmal so stark bin oder so? Denn ich habe jetzt wirklich nichts gecheatet oder gemoddet oder sonstiges, dass ich auf einmal so stark bin. Und auch so schnell und flink. Ist das wirklich dieser eine Zauber von diesem einen Schild, der verzaubert ist? Bin schon dran vorbei. Weil das wundert mich schon und ich feiere das. So, Deposit 799 und dann noch die 4. Wir packen alles drauf. 18.551 Gold haben wir jetzt. Warte mal, bei ihm kann ich doch bestimmt einen Stift kaufen. 100.000, 200.000. Oder ein Haus. Die kosten schon ein bisschen mehr. Ich hätte aber viel, viel lieber ein Schiff. Loan? Also Loan wahrscheinlich, glaube ich. Falsche Tür. So, dann Richtung Norden. Kriegen wir hier einen Loan? Heißt Loan? Gehalt? Was wir vom Chef kriegen hier, von der Gilde? So, wie weit noch? Noch ein bisschen. Vor allem das hier feiere ich ja gerade übelst, dass es so hoch ist. Fatig 170 von 200. Health 87 von 87. Encumbrance 50 von 150. Ich weiß nicht, womit wir das verdient haben. Oder ist das quasi eher eine Belohnung von der Gilde gerade? Dass wir die Gilde gut absolviert haben und dann so einen schönen Lohn diese für eine gewisse Zeit haben. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich das sehen kann, so ob das nur vorübergehend ist oder nicht. Oder ob es an dem Zauber jetzt liegt. So, okay, wie spät? Immer noch nicht 11 Uhr. Dann Leute for a while, 2 Stunden. So. Und hier. Well done, Max. The orcs are moving out of ruins of Coppersmith Grange. So your mission must have been successful. You are truly a worthy member of our order. Dankeschön. Und? Kann ich so mit ihm?
Greetings, Squire. You'll be happy to know that Lady Lysausa Greenhouse is doing well. Okay, work. Things, people, location. Ja, okay. Kann ich mit dem irgendwie? Tell me about... Ah, hier gibt's auch noch. Any news? Where am I? The Thief's Guide, the Magic Guide, the Dark Robot, the Blades, the Necromancers, the Underking, Fighter's Guide, Order of the Lamb. Ich kenn Cult of the Lamb, aber Order of the Lamb? Order of Archai? Alter, wie viel gibt's denn hier? Alter. House of the Bella, das interessiert mich, aber das werden wir ein andermal nachfragen. Ich hatte gedacht, das wäre eine Oberkategorie für das hier alles. Nee, bei dem können wir ja nichts. Receive House. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal raus und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.